Sicherlich stellst du dir die Frage, was die Qualität der Früchte, die du auf unserem Shop findest, ausmacht und wie sie sich unterscheiden mit Früchten, die du jetzt irgendwo anders kaufen kannst. Hallo, ich bin Sonja von Jurassic Food und ich möchte dir heute zu diesem wichtigen Thema viele Informationen geben. Also Kunden, die jetzt unsere Früchte erhalten, die sind aus dem Häuschen meistens. Die sagen, das ist ja eine wahre Geschmacksexplosion. Und zwar, das liegt daran, dass unsere Früchte lange am Baum reifen durften, bis sie also bis zur vollen Reife, bis sie ihre ganzen Nährstoffe entfalten konnten. Das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr üblich. Normalerweise werden die Früchte schon vor der Reife geerntet, kommen dann erstmal in die Reifekammer und dann in die dunklen Kühlräume. Ja, du musst dir vorstellen, dass die Produkte, die du heute vielleicht noch heute Abend auf dem Shop bei uns bestellst, die hängen jetzt noch in der Sonne am Baum und werden dann erst geerntet und es vergehen lediglich 3 bis 5 Tage, bis du also diese topfrischen Früchte bei dir auf dem Teller vor dir hast. Unsere Früchte stammen von kleinen Erzeugern mit innovativen und nachhaltigen Anbaumethoden. Einer unserer Erzeuger in Spanien, der hat sich vor langen Jahren für die Permakultur interessiert, war ganz begeistert, hat ganz viel gelernt, bis er dann seinen Beruf als Musiker aufgegeben hat. Also du siehst schon, er hat es nicht aus wirtschaftlichem Interesse gemacht, sondern wirklich aus purer Leidenschaft. Hat sich dann ein kleines Stück Land in Spanien gekauft und hat angefangen, eine Vielzahl an Bäumen dort anzupflanzen, wo heute unsere Früchte herkommen. Also du siehst schon, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit den industriellen Monokulturen, in denen Früchte aus dem Supermarkt angebaut werden, aber sogar auch Früchte, die du im Bioladen findest zum Beispiel, kommen oft aus industriellen Produktionen. Normalmente la agricultura está enfocada desde un punto de vista económico. De sacar rentabilidad y de sacar muchos kilos y todo esto. Incluso aunque la finca esté certificada en ecológica, hay esta mentalidad también. Yo personalmente no tengo esa mentalidad. Yo prefiero hacer la cosa que yo creo que hay que hacer, aunque luego a lo mejor la rentabilidad... Warum benötigen diese kleinen Erzeuger dringend unsere Unterstützung? Sie stehen unter großem wirtschaftlichen Druck. Die Agrarindustrie möchte das Land wieder kaufen, ist aber nicht an den Früchten interessiert. Und in der heutigen Lebensmittelindustrie geht ja immer alles um die Einheitlichkeit der Früchte, müssen die gleiche Größe haben, die gleiche Form und niemand interessiert sich mehr für den intensiven Geschmack. Wir bei Jurassic Food wissen das zu schätzen. Wir kennen unsere kleinen Erzeuger schon seit Jahren und ihre Anbaumethoden. Ja, und wissen eben diese Geschmacksexplosion zu schätzen. Die Böden, die reichhaltigen Böden, auf denen sie anbauen. Und genau das ist ja das Wichtige, dass die Frucht sich richtig entwickelt und voller Nährstoffe letztendlich ist. Dejar un poco también a la naturaleza, ¿no? que ella vaya haciendo. Y un poco observar de cómo están los árboles en su estado natural y traspasarlo eso a una plantación. Also jetzt kann man sich auch fragen, was ist denn der Unterschied zwischen unseren Biofrüchten und anderen Biofrüchten? Unsere kleinen Erzeuger in Spanien verwenden sie entweder gar nicht, behandeln also entweder überhaupt nicht oder nur, wenn die Pflanze es wirklich braucht, ein ganz bisschen. Und zum Beispiel sprechen wir von den Avocados und den Chirimoyas. Die Pflanzen sind so robust, dass weder der Boden noch die Pflanze noch die Frucht jegliche Behandlung braucht. Und bei anderen Früchten, zum Beispiel bei den Mispeln und den Mangos, da ist es ein bisschen heikler. Da verwenden unsere kleinen Erzeuger ein paar Behandlungen, die natürlich in der Bio erlaubt sind. Allerdings vermeiden sie trotzdem auch die Frucht direkt zu behandeln. Also wenn dann nur etwas und auch nur das Minimum der Böden oder dann der Pflanze. Igual la seule plague qui a d'importance pour la cherimoya, c'est cette petite mouche qui s'appelle Ferratitis capitata. Vous la voyez ici, c'est blonde. Pour les avocats, sinon, rien du tout. Sinon, les avocats, mais là, sinon, ils n'ont rien du tout, ni au sol, ni sur les arbres, il n'y a rien du tout. Rien de traitement. Ok.
Il n'y a pas de traitement ni foliaire, ni parterre, pas du tout, ni fungicide, ni herbicide bien sûr, ni insecticide, seulement ça pour la Ceratitis capitale. Ce qui est magnifique ici, c'est les arbres, quoi. C'est des vieux arbres, des grands arbres, avec des vrais troncs, c'est pas des petits arbres. Ici c'est comme la forêt, ici c'est la ouais, forêt. Ouais, on sent vraiment, on sent différent que dans les autres. C'est pas les lignes qu'on constate, des petits arbres qui sont... On dit une espaldera en espagnol, c'est pas un espaldier, on dit en ligne comme ça. Non, ici c'est aligné comme des soldats. Comme des soldats voilà. Ici sont des arbres qui sont grands, qui se développent de manière plus naturelle parce qu'ils souffrent comme ça. Ils sont pas taillés comme ça pour être comme ça. Et ce sont des arbres qui peuvent vivre pendant une centaine d'années parfaitement. Là, pour récolter, c'est plus difficile. Ouais, pour récolter. L'autre système, c'est plus productif, système d'alignement. À court terme, c'est plus productif. So, jetzt stellst du dir vielleicht noch die Frage, warum sind nicht alle unsere Produkte auf dem Shop biozertifiziert? Wie du vielleicht weißt, ist die Biozertifikation ein recht komplizierter und teurer Schritt, den sich dann meist nur größere Betriebe leisten können, die für den Export auch arbeiten. Du musst wissen, dass alle unsere Erzeuger Naturidealisten sind und manchmal so kleine Gärten haben, dass es überhaupt nicht möglich ist, die zu zertifizieren. Trotzdem sind wir uns bewusst, dass das Bio-Gütesiegel für den Endverbraucher wichtig ist und eine Sicherheit gibt. Und deswegen arbeiten wir mit unseren Erzeugern dran, dass ein Maximum der Früchte trotzdem biozertifiziert wird. Ja, und dann bleiben eben noch die wilden Früchte, bei denen es keine Zertifikation gibt, wie zum Beispiel die Jackfrucht, die Champedak und die Cassia. La chose la plus étonnante avec la manière de cultiver en conventionnel ou en bio, pour moi, c'est que, au moins pour les charimots, pour les avocatiers, c'est pareil, c'est la même histoire, c'est que tu commences à traiter contre les différentes plagues et à chaque fois, tu n'as plus de problèmes. Tu ne fais rien et tu n'as aucun problème à long terme. Tu as des petits problèmes au début, mais à long terme, 3-4 ans... Ça se régule, quoi. Ça se régule. Ça arrive à avoir son équilibre. Bon, tu ne dépenses pas d'argent, tu ne dépenses pas d'argent de travail. Et surtout, il n'y a pas de poissons dans l'ambiance que tu dis. De poissons, ouais. Voilà. Là, il y a des poissons, il y a des herbicides partout. Ça c'est mort. Ouais. Ici, c'est un petit peu différent. Hein. C'est les mêmes sols. Ouais. La même température, la même pluie, pareil, mais le sol n'est pas pareil. Ja, die Anbaumethoden sind ja auch wieder unterschiedlich von Produkt zu Produkt und alles das würde jetzt total den Rahmen übersprengen. Dafür gehst du am besten auf unseren Shop. Da haben wir nämlich eine Produktbeschreibung für jedes Produkt und wir sind noch eine ziemlich kleine Mannschaft und legen uns trotzdem ins Zeug, dir maximal viele Transparenz, viele Informationen zu geben, was den Anbau betrifft. Also schau einfach mal nach auf unserem Shop für die verschiedenen Produkte. Ja, ich sag dir, ich hoffe, ich konnte dich etwas bereichern zu diesem Thema und wünsche dir alles Gute, viel Spaß mit unseren Früchten. Tschüss, deine Sonja. I pick it up. This one smells good. No, very good. Very good. Very good. Incroyable. Regardez-moi ça. It smells very good. So here it is. Jurassic fruit. We pick the fruit from the tree and we eat it directly.